herzlichen Applaus an Professor Dr. Kerry Steinmann. Merci Daniel. Grüß euch, guten Morgen miteinander. Zuerst muss ich noch schnell sagen, dass es schade ist, dass die Frau Starbucks fehlt. Das ist ein bisschen dumm gelaufen, aber wir machen jetzt das Beste daraus. Ich selber habe mich sehr darauf gefreut. Ich war vor kurzem in den USA und dort ist Starbucks so omnipräsent, dass es einfach interessant ist, zu wissen, wie die überhaupt funktionieren. In San Francisco gibt es scheint grosso modo 800 Starbucks. In einer Stadt. Da kommt selbst Zürich, was ein bisschen wannabe New York ist, mit seinen etwa 17 Filialen, ist noch relativ dünn. Also es hat noch Platz. Winterthur erkennen. Das freut uns ja auch ein bisschen. Also, wir haben vor 2 Jahren angefangen mit diesem Plakat. Das kann man nicht so gut sehen. Wir haben einen Social Media Marketing Tag erfunden vor 2 Jahren. Dann, letztes Jahr hat es auch noch, Dani hat es vorhin gesagt, auch noch Social Media in der Headline geheissen. Nein, wir gefunden irgendwie das Thema so ein bisschen abgeraset, aber auch nicht. Darum haben wir gefunden, wir fahren weiter. Aber wir nehmen das mal mit so den Blickwinkel ein bisschen auf und sagen, das ist jetzt mehr ein bisschen über neues Marketing, was generell passiert. Und das interessiert uns natürlich sehr vom Zentrum für Marketingmanagement aus, das zu beobachten, zu schauen, was los ist. So, das ist so ein bisschen quasi schon eine Fortsetzungsgeschichte geworden, die interessant ist. Spannend ist einfach die Geschichte. Oder? Man muss sagen, der Unterschied zwischen Online und Offline, den gibt es eigentlich schon lange nicht mehr. Oder? Man lebt nicht online oder offline, sondern man ist immer beides. Schaut die Leute zu, wenn sie Zugs fahren. Sie haben vielleicht eine Zeitung, die sie lesen, und gleichzeitig haben sie noch irgendein iPad dabei. Und sie sind ständig im Einloggen, Ausloggen, Einloggen. Das gibt es gar nicht mehr. Man ist einfach in den Medien unterwegs. Und sei das sogenannte neue Medien oder eben nicht sogenannte neue Medien. Diesen Unterschied kann man vergessen. Den muss man gar nicht machen. Das ist nicht so brandneu. Was wir heute wetten, und das ist das Interessante hoffentlich von diesen verschiedenen Gesprächen, die wir haben, von diesen Präsentationen und vor allem auch von den Workshops, das soll euch eine Inspiration geben. Was die Wahrheit ist von diesem ganzen Thema, was jetzt da effektiv wahr ist und was passiert, das weiss ich nicht. Ehrlich gesagt, ich weiss es nicht. Wir nehmen gewisse Sachen wahr. Wahrnehmung finde ich interessanter und spannender als Wahrheiten, weil die gibt es eigentlich nicht. Die sogenannten Experten erzählen immer wieder irgendetwas und dann ist genau das Gegenteil ist richtig. Also da muss man ein bisschen relativ bleiben. Es gibt ja heute noch ein zweites Event, das ähnlich wichtig ist, sage ich mal. Zweites Event, aber das wird etwa um 6 Uhr heute Nachmittag, Local Time, fährt das an, also in San Francisco, im Yabena Center. Um 6 Uhr fährt es an, also ungefähr um 20 vor 7 Uhr werden wir dann wissen, was effektiv Neues auf den Markt kommt. Die es nicht verstehen, von was ich da rede, vergessen es, es ist nicht so wichtig. Die es verstehen, die jetzt auch schon nervös sind, die wissen, was ich meine. Das ist ja interessant. Jetzt tue ich mich ein bisschen outen. Das ist insofern interessant und da muss ich mich outen. Die mich kennen, die finden das nicht ein grosses Outing. Ich habe gesagt, ich war in San Francisco. Ich habe es natürlich nicht nehmen, nach Los Altos zu fahren. Das ist neben Mountain View, der Ecke dort mit Cupertino und Los Altos. Und in Los Altos gibt es das Haus. Dann. Das bin ich fotografieren. Dort in dieser Garage ist Apple gegründet worden. 1976, am 1. April. Und so einen Schaden habe ich, dass ich dorthin fahre und das Haus fotografiere. Und ich bin der Einzige. Es ist nicht so, dass die Leute Schlangen stehen, finden Wahnsinn oder dass es angeschrieben wäre oder irgendetwas. Aber ich kann jetzt googlen. Chris Drive 2066 Los Altos. Dort haben Steve Jobs seine Adoptiveltern gewohnt und in dieser Garage ist Apple gegründet worden. Warum macht das einer, der nicht, sagen wir, nicht vollkommen durchberot ist, warum er es macht? Ich kann das halt immer so beweisen. Ja, für ich schaue dort, was in der Signatur von meinem Mail-Absender, was dort steht. Das ist gut, he? CRM. Nein, ist ja gleich. Definitiv ein Sockenschuss, könnte man sagen. Oder die vier Insider sagen natürlich, ja, wunderbar. Also ist gleich. Das ist für mich natürlich interessant gewesen, weil die Marke, die muss man einfach anschauen. Mittlerweile ist sie die wertvollste von der ganzen Welt. Kostet so 680 Milliarden, wenn ihr sie kaufen wollt. Wertvollste Marke der Welt. Vor ein paar Jahren hat sie noch gesärbelt und heute dominiert sie die Welt. Und dass eben die halbe Welt wie gespannt heute am Nachmittag wird, auf San Francisco starren und schauen, was sie da zu der Wundertüte rausnehmen. Aber die Marke ist vollkommen asozial.
Soziale Medien ist unser Thema, ja, und die Marke, die twittert nicht. Ich tue übrigens, gell? Musst gar nicht so tun. Die twittert nicht. Die hat keinen Facebook-Account, die hat keine Publikationen vorneweg, mit denen kann man nicht einmal reden. Wenn ihr eine Frage schickt oder ein Mail schickt oder irgendeine Frage habt, dann kommt ihr mit grösster Wahrscheinlichkeit keine Antwort über. Asozial. Aber es ist die wichtigste Marke der Welt. Also mindestens die erfolgreichste und die teuerste. Und sie ist asozial. Das ist schon noch spannend. Oder? In der Welt, wo offensichtlich alles und alles und alles über die sozialen Medien geregelt wird. Der Herr Lobo mit dieser interessanten Frisur von Spiegel Online, Spawn, der hat diesen wunderbaren Satz rausgelassen. Er hat gesagt, Steve Jobs, den hat er noch gelebt, Apple sei eine Art DDR von der Technologie. Vollkommen abgeschottet, oder? Wunderbarer Begriff, DDR von der Technologie. Aber jetzt kommt die philosophisch interessante Frage. DDR gleich quasi Ultrasozialismus, oder? Sozialismus. Das heisst, was sind denn soziale Medien? Jetzt tun wir ein bisschen philosophieren, also so Gebrauchsphilosophieren. Sozial heisst ja nach unserem Wortgebrauch so engagiert, die helfende Hand. Oder sogar sozialistisch. Social heisst gesellschaftlich, oder? Aber wir übernehmen so Wörter und nicht gross überlegen, was ist es denn effektiv, was sich dahinter versteckt. Das wären dann die sozialistischen Medien. Oder? Ja. Die alle Macht dem Volk, oder? Bauern und Arbeiterstaat und so weiter. Die Basis tut entscheiden. Die Basis entscheidet. Und da gibt es noch ein paar, die nur ein bisschen schauen, dass die Basis in die richtige Richtung läuft. Aber das Entscheidende ist das Volk. Oder? Bauern und Arbeiterstaat. Ist schon interessant, wenn man darüber nachdenkt. Was ist da passiert? Das haben andere auch schon darüber nachgedacht. Zum Beispiel ich habe das mal geschrieben, vor kurzem auf unserem Blog. Unser Blog vom ZMM habe ich genau diesen Gedanken lanciert und habe dann auch gefragt, die Follower, wie könnten wir denn sozialen Medien sagen? Gesellschaftliche Medien. Klingt blöd, oder? Hat irgendjemand eine Idee? Social Media, wir müssen nicht alles in Anglizismen übernehmen und Englisch reden. Also wenn wir jemand eine Idee hat, könnte uns sagen, wir schauen mal, ob etwas dabei rauskommt. Der Begriff ist einfach blöd. Aber das soll nur mal so gesagt werden. Der Ludwig Hasler, der wirklich der gnadenlos geniale Philosoph, Ludwig Hasler, Journalist, Autor, auch Professor, der hat den wunderbaren Begriff lanciert, gesehen, hier hat er geschrieben, Internet funktioniert wie ein Restaurant, das am Eingang mit der Affische begrüßt: Hallo, hier kocht Ihr Tischnachbar für Sie. Nicht der Koch, sondern der Tischnachbar, der kocht jetzt heute mal. Oder die gehen zum Coiffeur und der Coiffeur sagt, heute schneide ich keine Haare, sondern die Frau, die gerade nebenan sitzt, die auf den Coiffeur wartet, die schneidet euch jetzt die Haare. Das sind soziale Medien. Schon ein bisschen wahr. Also die Schlagzeile steht ja hier und er sagt, die Stunde der Stümper. Also der Pöbel entscheidet jetzt, was richtig und falsch ist und nicht die Experten. Es ist ja rein provokativ, was ich hier sage. Es ist mir schon klar, was da passiert. Oder? Der sogenannte gesellschaftliche Wandel, dass jetzt das Volk bestimmt und nicht mehr der Experte oder der Auserwählte. Das ist schon noch interessant. Ich glaube, mit einem bisschen Recht hinten dran, die Vordenker, die Leute, die vorausdenken, hey, und die Leute, die zum Beispiel auch bestimmte Marken bestimmen auf dieser Welt, qua Personam, wenn man so will, die wird es immer geben. Es wird nicht so sein, dass die Nachdenker, die hinten drin sagen, ah ja, das ist noch ein interessanter Gedanke, jetzt denke ich mal darüber nach. Die wird es immer auch geben. Die können in den Foren, in den Blogs und in den Kommentaren das alles diskutieren. Ob es ein iPhone 5 gut ist oder ein 6, das werdet ihr dann lesen. Auf 20 Minuten auf den Kommentar von jemandem, der heisst Papa Razzi. Oder? Wo am liebsten den Namen nicht mal getraut sagen. Und er sagt, er ist Sonnzeich und das ist orthografisch etwa mit 5 Fehlern. Lesen Sie das so? Das ist Fakt, oder? So Kommentar lesen, das ist immer lustig. Aber das ist die Stimme des Volkes, das muss man zur Kenntnis nehmen. Also ich sage, die Vordenker, wie zum Beispiel eben der, den ihr hier im Schattenprofil seht, das ist mein iPhone übrigens, so sieht es aus. Seht ihr ihn? Ja, ich habe ihn schon gesehen. Der Vordenker, der hat das 2005 haben sie entschieden, dass sie ein Telefon machen. Und 2007 ist es auf den Markt gekommen. Und alle die sogenannten Experten hätten gesagt, das schaffen die nicht. Das ist eine Computerfirma, die noch so Musikabspielgeräte herstellt. Der Telefonmarkt ist etwas ganz anderes.
Da gibt es die Experten, Nokia, Motorola, wie sie alle heissen. Die wissen, wie es geht. Die haben keine Ahnung. Oder? Haben die Experten gesagt. Als das iPad rausgekommen ist, haben sie auch gesagt, es ist ein Seich. Oder? Niemand will eine virtuelle Tastatur, die Leute wollen eine richtige Tastatur. Dann sage ich mal in meinem Slang, ew. Ist es so. Also das wäre nicht gekommen. Dieser Vordenker, den kann man mögen oder nicht. Aber der hat auch etwas lanciert als Person, auch mit seinem Management von seiner Firma. Vordenker wird es immer geben. Vordenker wie zum Beispiel der da. Den kann man mögen oder nicht. Aber die Idee, die der hatte, das kommt nicht einfach so aus denen, die sich zusammen irgendwie tun, im Facebook-Account XY und einfach ein bisschen Ideen generieren miteinander. Sondern das wird es immer geben, dass es Leute gibt, die als Person, eben als Vordenker so funktionieren. Ich finde das wunderbar, dass alle Leute ihre Meinung offenbaren können. Aber das allein reicht eben noch nicht. Das ist der Punkt, den ich unbedingt machen möchte. Ich habe noch einen. Das ist auch nicht der einfachste Mensch auf der Welt. Oder? Der gefunden hat, die Hut- und Hosenträgermarke Audi, die muss jetzt einfach eine Luxusmarke werden. Und für das gibt er allen einen Vierradantrieb und macht eine Aluminiumkarosserie und fährt ständig den Berg rauf. Und schaut mal, was der Konzern gemacht hat heute, der grösste europäische Autokonzern, bald der grösste vor der Welt. Und wie der funktioniert, einfach weil er hier in seiner Art und Weise die Firma führt. Und das sind die Vordenker und die finde ich schon noch beeindruckend. Das Problem ist, was wir heute haben, das Problem ist, es gibt vor allem zu viel. Geht mal in einen Laden, virtuell oder real, und schaut mal, was es an Smartphones alles gibt. Oder? Wir beobachten das ja auch, ich weiß nicht einmal, wie die Typen zum Teil heissen. Oder? Es gibt von allem viel zu viel, definitiv. Das ist ein grosses Problem im Marketing heute. Und das zweite Problem, und das ist unser Thema hier, ist in der Marketingkommunikation. Es gibt immer mehr neue Medien, die in so einer Menge auf uns abregnen, wenn man so will, dass man zum Teil das Zeug gar nicht mehr wahrnehmen kann. Das ist das grosse Problem. Zu viel Produkte, zu viel Angebot auf dem Markt und viel zu viel Medien. Und es wird jeden Tag mehr. Fernsehkanäle, wie viele Fernsehkanäle es gibt. Oder? Darum, mein Credo ist, das ist die Lösung eigentlich, eine der Hauptlösungen im heutigen Marketing ist, Konsumenten glauben, das, was sie kaufen, präferieren, gerne haben oder sogar lieben. Das hat mit Glauben zu tun. Wissen tun sie nicht viel. Aber Glauben macht ja selig. Und der Glauben an die Firma Apple, dass das iPhone 5 genial wird sein, dann muss ich haben. Sie werden dann wieder anstehen, die werden es sehen. Ich glaube, im Oktober sollte sie verkaufen kommen. Dann werden wieder ein paar hundert Leute im Regen an der Bahnhofstrasse stehen, nachtlang. Weil sie es glauben, nicht weil sie es wissen. Wenn ihr es richtig macht im Marketing, dann müsst ihr den Konsument überraschen. Überraschen. Vielleicht nicht ganz so brutal, vielleicht mehr ein bisschen mystisch. Eine Überraschung ist gut. Irgendein so ein Moncherie-Angebot, wo etwas drinnen ist, das man so nicht erwartet hat. Oder? Das wird sicher sein im iOS 6, also das für die Insider unter uns. Das ist wahrscheinlich etwa die Hälfte sind die Insider. So, das ist wichtig. Überraschen. When Irish eyes are smiling, sure tis like the morning spring. In the lilt of Irish laughter, you can hear the angels sing. When Irish hearts are happy, all the world seems bright and gay. And when Irish eyes are smiling, when Irish eyes are smiling. Wunderbar, es ist so grusig, man muss einfach immer wieder heranschauen. Und so etwas hat man noch nie gesehen. Das ist eine Überraschung. Das müssen wir heute im Marketing haben. Wenn etwas vollkommen so daherkommt, wie man es erwartet hätte, sagen wir ja, und jetzt? Oder? Das müssen wir haben. Weil eine Marke muss heute eine klare Aussage machen. Eine, am liebsten nur eine. Nicht 15, nicht 10. Eine Aussage. Dann funktioniert die Marke gut. Und sie muss eine Kommunikationsstrategie haben, die vollkommen anders daherkommt als die anderen. Nur dann könnt ihr funktionieren. Das ist meine Erkenntnis zum Thema neues Marketing. Eine klare Aussage, eine Überraschung und eine Kommunikation, die vollkommen identifizierbar ist. Dass ich sofort weiss, wer redet da.
Die Sportfans unter euch, die wissen, wer da redet. Da gibt es nur eines, das ist einmal. Und das ist sofort klar, wer es ist. Und das meine ich, das ist eine gute Kommunikationsstrategie. Wir können ja neue Instrumente einsetzen, neue Kommunikationsinstrumente. Geht auch. Die Frage ist, wie lange. Wenn es alle brauchen, dann übertönt es dann fast im gleichen Ton. Ihr wisst, was ich mit dieser Metapher sagen will. Was ihr auf jeden Fall braucht, wir haben zu viel Licht auf diesem Beamer, aber es macht nichts, man kann es erkennen, die brauchen eine kreative Idee. Das ist eine kreative Idee. Das ist eine grandiose Idee. Die Lego-affin sind, die finden, Die anderen, die nicht Lego-affin sind, sagen, ja und? Oder? Wisst ihr, was ich meine? Und die Affinen werden sofort Freude haben und ihre Lego suchen. Zum Schluss noch schnell, das ist eines meiner Lieblingswörter. Jean-Rémy Fonmat von Jungfonmat Hamburg hat 2006 geschrieben, in einem Artikel hat er gesagt, die Blogs seien die Klowände des Internets. Die Klowände des Internets. Ist das nicht eine Wahnsinnsaussage? Oder? Dann ist er niedergeschrieben worden von allen Blogger von Deutschland, dann hätte er sich entschuldigen müssen. Aber es hat ja damit zu tun, dass eben die Basisdemokratie auch viele Sachen produziert, die etwas komisch daherkommen. Oder? Ich finde das Wortspiel Loser-Generated Content finde ich ja sehr schön. Und diesen Punkt muss ich einfach machen. Alles, was Business ist, was Business-to-Business ist, was Business-to-Consumer ist, alles interessant. Was nur Consumer-to-Consumer ist, wird es zum Teil schnell tragisch. Oder? Wenn man schaut, was alles passiert. Zum Beispiel so etwas, das finde ich der Hit. Oder? Soziale Medien, sozialistische Medien, die haben das ist... Das Grandioseste, das die erfunden worden sind, ist für den Boulevardjournalismus. Der Boulevardjournalismus, der liebt das. Leserreporter, oder? Das ist wieder irgendeiner am Flughafen, hat das gerade Usain Bolt verwünscht. Schau, wie er nebenan steht. Und das T-Shirt, das er an hat. Und er schämt sich dann nicht, das sofort irgendwo herzuposten. Das ist schon grandios. Das finde ich grandios. Und noch ein grandioser zum Schluss. Das ist mein absoluter Lieblingsmoment. Es hat auch irgendjemand gepostet. Ich habe nicht mehr satt gesehen dran. Vielleicht kennt ihr das schon. Es ist Wahnsinn. Oh, ja, ja. 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 Oh, ja, ja, ja. Geht auf Google Speaking Cat, die lachen nicht tot. Oh, lang, John. Die können es nicht mehr zum Kopf rausnehmen den ganzen Tag. Ich habe schon South Park-Serien gesehen, wo das schon vorkommt, also Episoden von South Park. Es hat sich sofort über alle Kanäle beschleunigt. Wer hat es kennt? Oh, lang, John. Das ist genial. Oder? Aber die anderen werden es googeln und anschauen, die können nicht mehr aufhören von lachen. Das ist aber auch der Loser-Generated Content, let's face it. Aber der macht ja Spass. Oder? In diesem Kontext, wenn wir beide Seiten anschauen, die private und die gesellschaftliche, relevante und die wirtschaftliche interessiert uns am meisten, aber nichtsdestotrotz müssen wir diese Sache auch zur Kenntnis nehmen. Wir werden verschiedene Facetten von diesem ganzen Thema heute anschauen. Wir werden sicher auch kontrovers diskutieren. Darum wird es sehr interessant. Ich freue mich auf meinen Workshop, den ich mit ein paar Kollegen zusammen werde machen. Es wird sicher sehr spannend. In diesem Sinn, als kleine Intro, wie das Spielfeld aussieht, ich freue mich auf einen angenehmen, spannenden, interessanten und auch inspirierenden Tag. Merci, dass ihr alle gekommen seid und wir sehen uns nachher in den Workshops etc. und werden miteinander diskutieren. Danke.